Achtung, arbeiten! Ja! Ja! Hoi! Das ist nicht normal! Da sind wir mit unserem Podcast in der Sommerpause eigentlich, Manu, oder? In der Sommerpause. Wir haben auch ein bisschen eine Pause, gell? Wir sind ja, schon zwei, drei Wochen her gewesen. Du bist in Mallorca gewesen? Ja. Ja, ich bin in Mallorca gewesen. Nicht allein. Nicht allein. Ja. Du hast Gäste gehabt. Ich habe Gäste gehabt und jetzt sind wir bei Ihnen zu Gast. Genau, so ist das es. Das freue ich mich sehr. Ramona Bachmann, Alicia Lehmann, schön, dass wir da sein dürfen. Gerne. Danke euch für die Einladung. Und Manu, willst du es ansprechen? Ja, es ist ja aktuell, man kann ja viel Fußball schauen, trotz der Sommerpause. Aktuell zum Beispiel Frauen-WM. Und eigentlich haben wir ja gedacht, wir könnten mit euch jetzt gerne nicht reden, weil ihr ja jetzt am Turnier seid. Das ist ja nicht so geklappt. Ist gut, hast die Stimmung schon mal kaputt gemacht. Hat ja nicht so geklappt, wie es hätte sollen, oder? Ist es sehr hart jetzt zum WM schauen für euch? Es ist noch lustig, weil wir haben am Anfang beide gesagt, ja, wir werden es gar nicht schauen. Also das kommt uns gar nicht in Frage, weil es ist keine Ahnung, es ist halt schon, ich merke auch, es verletzt mich immer noch, dass wir es nicht geschafft haben. Aber jetzt mittlerweile, wenn es auch schon, jetzt läuft ja schon Viertelfinals und so, irgendwie kommen wir gleich nicht drum herum. Es reden so ein bisschen alle drüber und es steht halt überall in den Social Media, also in den Zeitungen. Ich komme irgendwie nicht drum herum. Ihr habt schon extrem damit gerechnet, dass es klappt, oder? Ja, ich glaube, wir haben extrem damit gerechnet, dass es klappt, weil man hat dann nur einen Punkt gebraucht. Gott. Aber es kommt halt nicht immer so, wie es muss. Und ich glaube, wir schauen es jetzt auch vor allem, weil halt Mitspielerinnen für uns spielen und was echt spannend ist. Genau, also wir haben ja, wo wir zu Mallorca waren, Norwegen gegen, was ist es, Australien geschaut. Ja. Und gefühlt bei jeder dritten Spielerin habe ich gesagt, mit der habe ich einmal zusammengespielt. Ich meine, was ich ja wirklich cool finde bei dieser WM von der Frau jetzt, ist der ganze Hype, der rundherum ist, oder? Also auf Social Media, überall die ganzen grossen Fußball-Seiten auf Instagram und überall extrem Frauen-WM-lastig. Das ist super, oder? Ja, ich finde, die Aufmerksamkeit ist echt gross. Also wenn man es vergleicht zu der letzten WM, die wir hatten in Kanada. Jetzt für uns ist es natürlich noch schwierig zu vergleichen, weil wir sind damals dabei gewesen. Dann haben wir das Ganze auch so ein bisschen in der Schweiz mitbekommen und jetzt natürlich weniger, ist ja klar, wenn wir nicht dabei sind. Aber eben, wie gesagt, auch Social Media macht, also man sieht es wirklich überall, egal ob man drauf geht, auf welche Zeitung, man schaltet Fernseher auf verschiedensten Fernsehprogrammen wird es gezeigt, also es geht wirklich langsam in die richtige Richtung. Das ist grossartig. Ihr habt ja auf einer der grössten Insta-Seiten, Fußball-Insta-Seiten, habt ihr ja mal einen Takeover gemacht. Also ihr habt einen Tag können begleiten auf 4-3-3. Wie ist das zustande gekommen? Also das haben wir per Insta einfach eine Nachricht geschickt und haben mich gefragt, ob ich ein Takeover machen würde. Also, dann haben sie mich gefragt, wenn ich kann. Dann habe ich einen Tag gesagt und dann habe ich es gemacht. Und dann habe ich gesagt, ob es gut ist, wenn sie auch noch drauf ist. Weil, weil ich meine, Chelsea ist schon mega interessant. Und dann haben wir es zusammen gemacht, weil ich gefunden habe, dass es zusammen besser wird. Und dann ist es so zustande und es hat mega Spass gemacht. Ja. Der Manuel Rundmund hat an dieser Stelle noch eine Frage. Wie kommt man auf eine halbe Million Instagram-Follower? Ja, ich weiß nicht. Also, plötzlich. Also, ich glaube, es hat so angefangen, dass BBC hat ja über uns so eine Serie gedreht. Also über West Ham. Und dann sind halt mehr vorgekommen als Ramon und ich. Und dann plötzlich ist das überall auf der Welt in den Zeitungen gestanden. Und ja, ein kurzes, also eben eine Folge ist, glaube ich, wirklich nur über uns. Sie sind zu uns auch Filme und so. Und das ist nachher, der Ausschnitt haben sie nachher wirklich überall gezeigt. Brasilien, Argentinien, und plötzlich nachher Fans von überall. Und in Griechenland, überall wirklich. Krass. Und ich glaube, die meisten Follower haben jetzt von Brasilien. Oder und Saudi-Arabien. Ich wollte sagen, Saudi-Arabien. Also, Dalisha hat mich zu Mallorca zweimal auf einer Story markiert, seitdem habe ich arabische Follower. Ja, und das sind andere, nur wenn sie Follower kaufen. Nein, die sind Indien. Die sind eben nicht gekauft. Die jetzt Indien sind gekauft. Ja? Die arabischen eben nicht. Ja? Ah, krass, das gibt einen riesen Boost, oder? Und dann plötzlich hast du so viele Follower mehr. Das ist schon irgendwie speziell, oder nicht? Ja, es ist schon speziell, aber ich würde nicht sagen, dass jetzt. Also, es ist schon cool und so, aber. Ja.
Es ist halt so, ich fühle mich jetzt nicht besser, weil ich so viel mehr verlose als vorher. Aber kannst du es umsetzen, marketingtechnisch? Weil das ist ja heute schon auch eine Währung, oder? Also Clubs schauen heute auf das, auch bei den Männern logischerweise, oder? Also wenn einer viele Instagram-Follower hat, ja, dann wird er natürlich mehr T-Shirts verkaufen etc. Und so. Merkst du das, dass das auch ein Benefit ist? Ja, ich merke es mega, weil man bekommt auch mehr Geld pro Post jetzt und so. Und viel mehr Anfragen als vorher. Mit so. Was verdienst du mehr Geld? Mit Instagram oder mit Fußball? Ja, jetzt würde ich noch sagen mit Fußball, aber ich glaube, wenn ich zurückgehe nach England, könnte es auch wieder schon wechseln. Ja, ja, aber du hast ein paar Anfragen jetzt bekommen. Ja, jetzt ein paar Anfragen bekommen und die haben mir Produkte schon geschickt. Und jetzt muss ich eigentlich nur noch den Post machen und dann... Dann klingelt es in der Kasse. Wird schon. Ja. Ja, aber ich meine, für uns Frauen ist es so gut, dass wir durch das Geld machen können, weil wir verdienen jetzt nicht so viel, dass man... Ja, so wie die Männer oder so, wegen dem... ist für uns umso besser, wenn wir mit dem auch noch Geld machen können. Also bei den Männern weiss man ja ungefähr, was sie verdienen. Dürfen die sagen, was sie verdienen? Ja. So in ungefähren Zahlen? Ja, es sind natürlich riesige Unterschiede. Ich meine, warte, ich habe gerade letztes Mal schnell den Vergleich, habe ich irgendwo gelesen, dass der Neymar selber, ist es im Jahr gesehen? Ja. Im Jahr mehr verdient als in Deutschland, Frankreich, Spanien, USA und England in diesen 5 Ligen, in der höchsten Liga, alle Spielerinnen zusammen. Was? Unglaublich. Ja, man hört doch jetzt gerade eben, in der Transferzeit sickern immer wieder mal so Zahlen durch. Ich meine genau, dass der, ich glaube, Arsenal will den Özil ja loswerden, oder? Der kostet zu viel und was, in der Woche 380'000 Euro. Behaupte, ich verdiene keine von euch im Jahr. Nein, genau. Eben, auch nicht zusammen. Nein. Das ist unfassbar, oder? Und meine, ich glaube, du hast es gerade vorher auch erzählt, um ein bisschen im Vorgespräch, Ramona. Chelsea hat, was haben die für ein Jahresbudget im gesamthaften Verein? Sind wir da bei 800 Millionen oder irgendwie so? Ja, relativ weit vorweg. Also es sind 5 Millionen, haben wir jetzt letztes Jahr gehabt. Ja. Ich glaube, also ihr, Frauen. Frauen, nur genau. Frauen. Ja. Und was jetzt aber noch interessant ist für diese Saison, ich weiß jetzt nicht, ob das Budget weniger ist, weil wir nicht Champions League spielen, aber der Verein investiert 4 Millionen für eine Serie zu machen. Also es ist, wir haben ein Kamerateam, das das ganze Jahr wird verfolgen und Serien daraus macht und das nachher an Netflix wird weitergeben. Ah, genial. Ja, und das kommt also, das wird nachher auf Netflix wird man können anschauen. Und das, mit dem versuche ich natürlich auch zu erreichen, dass wir als Spielerinnen bekannter werden. Und das Ziel des Vereins ist schlussendlich, dass sie Sponsoren reinholen, nur für die Frauen. Weil sie haben uns wirklich gesagt, das Hauptproblem im Frauenfußball ist, dass wir verdienen nicht gross am Frauenfußball. Also wir haben einfach auch zu wenig Fans, die können schauen, dass wir irgendwelche Einnahmen haben. Und das wollen sie halt irgendwie ändern. Wer gesagt, die 5 Millionen, die der Verein investiert, ist der Abramovic, der das für ihn ist halt Sackgeld, so haben sie es gesagt. Er macht es gern, aber er zahlt zu seinem Geld. Sozusagen. Ich finde es ja eben krass. Ich meine, euer Budget ist 5 Millionen Frauenabteilung bei Chelsea, einem der grössten Clubs auf der Welt. Und, eben, und der Verein an sich hat mehrere 100 Millionen Budget oder, im Jahr. Ja. Das ist ja, zeigt so ein bisschen eine riesige Diskrepanz, oder? Ja, also es ist wirklich, es ist extrem. Und es ist aber gut, dass der Verein wirklich etwas versucht zu verändern. Ich meine, es ist natürlich ein Unterschied. Die sind halt wirklich, die haben das TV-Geld, das sie bekommen, und die haben halt auch viel mehr Zuschauer, haben viel mehr Einnahmen durch das. Und der Verein versucht jetzt so zu verändern, dass wir selber auch ein bisschen die Präsenz bekommen und auch die Sponsoren Interesse haben an uns Sponsoren und nicht den ganzen Verein. Und durch das, dass wir durch das natürlich in der Zukunft mehr Budget haben. Und was ja cool ist, und da sieht man ja, dass es der Verein wirklich ernst meint, ihr könnt beide trainieren auf dem gleichen Gelände wie die Männer, oder? Wie die Profiteams. Und auch die ganze Infrastruktur ist genau gleich wie bei den Männerprofis, oder? Ja, also eigentlich ist es sehr ähnlich. Bei uns ist echt zum Beispiel, dass sie früher arbeiten als wir, aber ja, das macht jetzt keinen Unterschied. Sie verdienen ja mehr. Ja. Ist okay. Oder? Sie sollen es auch mehr schaffen. Nein. Aber zum Beispiel bei uns ist schon ein kleines Problem, wo wir das Gym zusammen haben mit ihnen, müssen wir später anfangen, weil wir nicht früher ins Gym können. Und dort ist es ein bisschen... Es ist ab und zu ein bisschen mühsam, weil du musst warten oder musst fast echt später anhalten. Also, wie sie drinnen sind, müssen ihr eigentlich warten, bis sie draußen sind und dann dürfen ihr rein. Aber zum Beispiel am Anfang der Saison war es so, dass wenn ein Spieler drin war, dass wir nicht rein dürfen, also haben dürfen. Aber jetzt haben sie alles geändert. Auch wenn jetzt 3 Spieler drin sind, dürfen wir rein. Und sie haben auch selber gemerkt, dass
Ja, also sie trainieren die ja auch länger, seit sie wissen, die Frauen kommen noch länger. Also was, wenn irgendwie der Herr Arnautovic bei euch bei West Ham im Gym rein war, dann hätte er nicht rein dürfen? Ja, am Anfang nicht, aber jetzt hat es sich schon ein bisschen geändert. Aber wenn es das ganze Team ist, dann hat sie ja auch keinen Platz mehr für das zweite Team. Okay. Ja. Also das ist bei uns auch noch, das ist wirklich noch interessant, dass wir das dass wir so ein bisschen das Bild haben. Wir haben ja alles zur Verfügung, was Männer auch haben. Aber da wir verschiedene Buildings haben, sind halt so die Sauna, das Eisbad, Pool und alles, das ist halt im Männergebäude von der ersten Mannschaft drin. Und bei uns ist es wirklich auch so, wir haben Zeiten, wo wir drin dürfen. Also von 8 bis 9 und nachher von 5 bis 6 dürfen wir drin. Und sonst den ganzen Tag nicht, weil es könnte ja anscheinend jemand drin sein. Und das ist so ein Diskussionsthema gewesen, das wir hatten. Bei uns im Verein und wir sind natürlich nicht zufrieden mit dem. Also es ist jetzt so, ich glaube, für das Team, für die Männer selber wäre es natürlich gar kein Problem. Ich würde da nicht gross etwas sagen. Ja. Aber es kommt dann irgendwie vom Verein, dass die das Gefühl haben, die sind gestört, wenn noch Frauen drin sind. Und ja, das ist ein bisschen schade und das ist so ein bisschen das, was man versucht zu verbessern natürlich auch. Wenn du jetzt vergleichst, eben den Unterschied, zum Beispiel bei IB, wo du ja vorher gewesen bist, eben, wie steht das Verhältnis zwischen der ersten Mannschaft Männer und der Frauenmannschaft? Also, wo wir ja nicht am gleichen Ort trainiert haben wie die Männer, haben wir echt die gar nicht gesehen. Und ich glaube, der Unterschied ist schon richtig, richtig gross. Viel grösser als jetzt, finde ich fast. Also nicht vom Verdienen und so, aber sonst halt einfach. Weil ich glaube, man hätte nie eine Stimme dürfen von ihnen. Wenn sie irgendwie noch eine Stunde in der Garderobe wären, nicht mal auf dem Platz, hätten wir nie vom Platz dürfen. Und das ist schon ein riesiger Unterschied, weil ich habe das Gefühl, in England ist es jetzt gar nicht so schlimm, wenn wir die mal sehen. Und ich finde auch, dass so die Männer selber so die Frauenrechte unterstützen. Zum Beispiel bei ihnen, bei Chelsea, der David Luiz, der postet immer Sachen von Chelsea und unterstützt mega. Ja. Und auch Spieler von uns, wo wir im Cup-Finale waren, im Wembley, haben etwa 5 Spieler viel Glück gepostet auf Insta für uns Frauen. Und das zeigt schon, dass sie auch so, dass sie sich auch ein bisschen interessieren für uns. Wo auch viele schauen unsere Spiele oder so. Und ich glaube, bei IB werden jetzt nie jemand unsere Spiele schauen. Wir warten immer noch auf den ersten Song von Warhol für die Frauenmannschaft. Genau. Und wegen dem finde ich schon recht Unterschied. Aber ich finde, es tut schon gut, wenn die auch mal unsere Spiele schauen, weil dann zeigt so, dass sie auch ein bisschen Interesse haben und so. Und ja. Es kommt halt natürlich bei den Fans gut an. Also ich meine, wenn jetzt bei uns ist, jetzt David Luiz schon ein paar Mal ein Match schauen und so. Und er postet dann das auch und so. Und das zeigt natürlich auch bei den Fans an. Sogar die Fußballstars sind interessiert und das hilft uns natürlich extrem. Ja, ich hoffe, dass er aus Brasilien ein bisschen Followers abbekommt von dir. Er hat ja schon wenig. Wie ist sonst der Austausch mit Männerprofis? Gibt es so ein paar Jungs, mit denen hat man es dann gut, die sieht man immer wieder, man schwätzt miteinander oder sind die so abgeschottet auch intern im Verein? Also wir haben zum Beispiel so Fotoshooting und alles haben wir mit ihnen zusammen. Wegen dem sieht man sich schon ab und zu oder eben auch im Gym und so. Und wenn man verletzt ist, dann sieht man sie mehr. Und halt dann mehr so bei Rehab und so bist. Also so auf den Geräten, wo sie auch sind. Und ja, aber jetzt durch die Saison und so, würde ich sagen, das haben wir nicht so oft gesehen. Mehr so ab Anfang der Saison halt, wenn wir das Fotos zusammen machen und so. Und ja, sonst durch die Saison nicht so oft. Ja, ist bei uns auch noch. Bei uns ist es eigentlich auch noch, eben da wir beide verschiedene Buildings haben, wir sind zwar vom gleichen Gelände, aber doch relativ weit voneinander weg. Sehen wir uns eigentlich dort so nicht mehr viel. Also wir fahren jemanden vorbei und sind am Trainieren und so, aber grosse Kontakte haben wir jetzt eigentlich nicht, was ich eigentlich noch schade finde. Es gibt keine gemeinsame Teamausflüge oder so? Bis jetzt nicht. Bis jetzt nicht. Das ist cool. Ein Grillabend so. Ja. Nein, was noch cool ist, eben, also zum Beispiel jetzt mit dem David Luiz haben wir persönlich Kontakt. Er ist wirklich, weil er uns einfach auch unterstützt und so und hat uns zum Beispiel auch seine Geburtstagsparty eingeladen und ja, dort sind natürlich dann auch Spieler von Chelsea und dort hat man sich auch ein bisschen austauschen können, aber sonst eben eher weniger. Ist er speziell ein cooler? Er ist wirklich ein super Typ, also mega unterstützend, er ist sehr sympathisch. Er hat uns zum Beispiel vor 2 Jahren, als wir die Liga gewonnen haben, hat er uns das ganze Team ins Restaurant eingeladen, das Restaurant in London. Er hat uns dort eingeladen, das ganze Team. Und ja, nein, mega cool, wirklich. Ja, was machst du, wenn du in London Fußball spielst? Kaufst du noch ein Restaurant. Ja, natürlich. Ja, wo wir übrigens gerade bei der zweiten grossen Enttäuschung sind, wir sind da gekommen und es hat nichts zu essen gegeben. Ja, das ist, das wissen die ja nicht, aber es hat bis jetzt bei jedem Podcast hat sich immer so hochgesteigert. Ohne, dass wir das gewusst haben, gell? Ohne, dass wir das gewusst haben. Wer hat angefangen? Der Bregi hat angefangen, der Walliser hat das Blättchen angelegt. Ja. Oder? Und wir sind danke, mit dem haben wir jetzt nicht gerechnet. Das haben dann ein paar gelost und der Nächste hat uns dann nochmal mehr. Das war der Fußballmoss dann, gewesen, ja. Oder? Ja. Bis es dann so weit gegangen ist, dass die Freundin vom
Pascal Schürpf. Genau, Jenny hat doch sogar gekocht. Ah, wirklich? Kocht. Ja. So gut sind wir jetzt in Vorbereitung. Ja, wir haben natürlich jetzt eigentlich. Du weißt ja noch nicht, was kommt. Brunch. Ja. Das ist gut. So, da ist schon verschwindet jetzt langsam die Küche. Nein, ich, also so gut kennen wir uns, dass ich jetzt weiss, kochen, das ist jetzt nicht eure Stärke. Ich finde das ja auch schön, das wäre ja jetzt auch zu klischeehaft gewesen, wenn wir mit zwei Frauen gewesen wären und es wäre mega möglich aufgetischt worden. Wir kämpfen ja gegen Klischees, also dem ist unter dem ab. Aber ihr seid jetzt auch nicht die, die heime gross kochen, oder? Also, ändert Ramon, aber ich schon nicht so. Ja, also aber ich bin auch noch jünger, oder? Vielleicht der ist ich bin schon eher die kochen, das stimmt. Ja. Hey, das ist übrigens etwas Krasses, was ich gehört habe. Man sagt jetzt auch, Fußballerfreundinnen sind jetzt nicht die, die unbedingt sehr gut sich mit Kochen auskennen. So ein bisschen Dümpfis, haben ja auch dort ein Klischee. Der FC Liverpool hat eine Köchin angestellt, die den Frauen beibringt, kochen. Die Freundinnen und Frauen der Spieler. Ich habe von dem gehört, ja. Unfassbar, oder? Und zwar in jedem Kulturkreis, oder? Ja, genau. Sie setzt ja sich ja mit jedem Kulturkreis ja auseinander und kocht. Der Mo Salah ist jetzt ja nicht das Gleiche wie irgendwie so sein, wie der wahrscheinlich Anderson. Nicht. So. Ja, wahrscheinlich. Finde ich lustig. Ja, zum Beispiel kennen den Koch von Arsenal. Der kocht für die. Und der hat zum Beispiel auch so Özil-Würstli. Und wo was? Er kein Schweinefleisch isst. Also, oder hat er so Veggie Özil-Würstli und die sagen zu dem. Und ich habe es auch schon probiert und sie ist nicht so schlecht, aber ja. Halt künstlich so ein bisschen, ja. Ja, ist auch noch lustig. Ah, sehr cool. Ja. Ja, was ja sehr speziell ist, und wir haben das auf der Autofahrt hierher besprochen, das gibt es ja wirklich eigentlich nie in der Konstellation, wie es bei euch ist, dass du gegen den eigenen Partner spielst. Das ist ja wirklich, wir haben gesagt, vielleicht immer Mix, es, Doppel im es Tennis. Es gibt vielleicht bei den Männern auch, man weiss es einfach nicht. Also, die geben es noch nicht zu. Nein, aber das gibt es ja wirklich. Eben, Tennis, Mix, Doppel, könnte es ja mal sein, irgendwie an einem Turnier, dass irgendwie Freundin gegen den Freund spielt oder irgendwie so, oder? Irgendwie. Beim Stan Wawrinka kann man nur möglich. Ja, ja, genau. Aber sonst ist das nicht möglich. Das ist schon mega speziell, oder? Ich habe mich ja da völlig schon dran gewöhnt. Ist das für euch ganz normal? Ja, ich glaube halt, im Frauenfußball ist es auch nicht so ein grosses Thema. Mhm. Wegen dem ist es nicht so außergewöhnlich, finde ich. Ich glaube, das gibt es auch mehr so in England. Ne? Ja, es ist halt mehr was akzeptiert. Im Frauenfußball ist es viel offener. Man geht offen mit dem Thema um. Und das kommt öfter vor. Es sind halt jetzt viele Spielerinnen sind vielleicht nicht offen nach außen mit dem, aber man weiß es in den Kreisen im Team. Vom Team und so. Und darum ist das jetzt im Frauenfußball selber nicht so speziell. Aber durch das, dass wir jetzt halt öffentlich sind, kann ich mir gut vorstellen, dass das für viele schon eine spezielle Situation ist. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe es vorher auch noch nie gehabt. Also ich habe auch noch nie gegen meine Partnerin gespielt. Vorher. Und ich finde auch, für mich persönlich ist es schon etwas Spezielles. So. Ich freue mich immer mega, zu spielen. Wo ich auch so gewinnen kann. Oder, stell dir das vor, so am Abend vorher, weißt du, versteckst du den anderen die Schuhe? Oder irgendwie, doch klaust du etwas aus dem Kühlschrank, was ich immer brauche? Nein, das machen wir schon nicht. Was haben wir, als wir das erste Mal gegeneinander gespielt haben, haben wir Raclette gemacht, oder für dein ganze Team. Weißt du noch? Ich weiß nicht mehr. Ja, das ganze Team, also sind fast alle gekommen und haben wir Raclette gemacht und so und die so, ja, hast jetzt du da etwas dritt oder so? Haben wir also Sprüche gemacht, ja. Aber ja, nein. Also wir haben natürlich auch darüber geredet, wir sind beide immer relativ motiviert, wenn wir gegeneinander spielen. Das ist eigentlich noch lustig. Ja, aber man fasst schon den anderen mal so richtig auf den Fuß, oder? Ja, das Problem ist halt, dass wir, weil ja, also gegenseitig auch, dass wir selber gut spielen, sozusagen. Also ich freue mich auch, wenn sie gut spielt und das Go macht und so. Und sie freut sich auch für mich auch, wegen dem, ja, denkt man so, ja, dass wir, also dass sie ein gutes Match hat, aber dass wir drei noch gewinnen oder so. Gut, jetzt tust du ein bisschen cool. Also ich meine, als wir das letzte Mal verloren haben, bist du stinksauer gewesen. Du hast wieder ausziehen. Ich habe jetzt auch zwei Go gemacht. Ja, eben. Aber es war nur Spass gewesen. Also natürlich habe ich mich eigentlich für sie gefreut, dass sie zwei Go gemacht hat. Aber gegen uns war es halt ein bisschen heikel gewesen. Aber eben, es gegen ausser ist halt ein bisschen anders, als man es eigentlich denkt. Ja, aber da ist die Scheissstimmung nachher daheim, oder? So ja, für ein paar Stunden mindestens. Das ist lustig ist noch, wenn wir das erste Mal gegeneinander gespielt haben. Das ist eben dort, wo wir 2-0 gewonnen haben. Sorry, dass ich es nochmal erwähne. Sag mal schnell. Wer hat die zwei Goal gemacht? Ich weiß gar nicht. Die zwei Goal habe ich gemacht. Nein, wir sind nachher und, am nächsten Tag haben wir die Nazi fliegen. Oder am Abend ihre Familie schon oben gesehen, sind wir essen. Und so. Und das ist eigentlich schon noch. Das war schon noch speziell. Also wir haben wirklich gegeneinander gespielt und am nächsten Tag sind wir zusammen in die Nazi geflogen und haben nachher miteinander gespielt. Das ist schon noch eine spezielle Situation. Und aber ich glaube auch, dass wir so ein bisschen trennen. Also ich vergleiche es nicht, wenn wir zusammen gegeneinander spielen oder wenn wir daheim sind. Also ich trenne es dann wieder nach dem Match und dann also vergiss ich es wieder. Ja, nein, nachher war es eigentlich gut. Ja.
Und ich wollte nur noch sagen, beim zweiten Rückspiel haben wir 1-1 gespielt. Okay. Also. Hast du wenigstens das Goal gemacht? Nein. Ja. Nächstes Mal vielleicht. Du bist nämlich Trainer auch ganz strikt. Im Büro tun wir nicht Händchen heben. Ja, das ist richtig. Ja. Ja, gut, ich wollte vorhin gerade sagen, es gibt schon nicht so viel, oder? Das so zwei zusammen. Zwei Schwule zusammen Radio machen? Nein. Nein, in den Medien hat ganz wenig Schwule. Im SRF schafft fast niemand, der schwul ist. Okay. Wirklich, das ist, das sind wir eine grosse Ausnahme. Ja. Das ist natürlich so. Ja, das ist schon, nervt es euch eigentlich, oder? Dass man natürlich das auch immer wieder zum Thema macht oder sagt, pff, ist uns eigentlich wurscht. Also ich finde so, dass am Anfang ist es okay gewesen, dass jetzt so viel gefragt haben und so. Aber jetzt mit der Zeit ist es schon ein bisschen ab und zu ein bisschen nervig, weil es wissen jetzt schon alle und man muss nicht immer wieder vorholen, weil ja, ich meine, ich glaube, wir sind jetzt überall in den Medien gewesen und so und langsam längt es so ein bisschen, habe ich das Gefühl. Ja, das klar. Und du bist ja wie so in einem Zwiespalt, weil auf der einen Seite willst du viel Aufmerksamkeit jetzt holen für den Frauenfußball, für euch selber, oder? Genau. Es ist ja etwas Gutes und dann überlegst du immer, mit was will ich denn Aufmerksamkeit, oder? Ja, wir haben jetzt auch wirklich, ich glaube im Dezember ist es gesehen, wo es wirklich viel geworden ist, da haben wir irgendwie ein paar Tage frei gehabt und sind heim, wir haben mega viele Anfragen gehabt und wir mussten wirklich sagen, okay, jetzt müssen wir es trennen, jetzt brauchen wir mal die Ferien, nehmen wir gar nichts an. Und es war auch wirklich viel gewesen, in letzter Zeit extrem viel. Wir wollen ja Aufmerksamkeit, wie du gesagt hast. Aber eben gleich auch, dass es trotzdem auch auf den Fußball gerichtet ist. Und jetzt ist wirklich in letzter Zeit viel gewesen, einfach uns als Bern. Ja, und ich finde jetzt so hier, jetzt im Sommer, haben wir mega viele Anfragen bekommen. Dann habe ich auch sagen, weil ich mich halt noch verletzt habe, dass ich alles abgesehen habe. Weil, ja, ich meine, ich will das nicht, wir müssen ja nicht die ganze Zeit über das reden. Wenn es jetzt wegen Fußballanfragen sind, dann finde ich es ganz etwas anderes. Aber von was für Anfragen reden wir denn da? Also, wer fragt und was wollen die denn? Ja, vor allem meistens so. Ist eben halt noch Gay Pride jetzt, diesen Monat. Ja. Und das sind natürlich extrem viel überall. Also Zeitungen halt, verschiedene Zeitungen. Dann haben wir gesagt, was soll drin der Knecht machen? Ja, und ja. Ja. Nein, also uns war das natürlich auch bewusst gewesen, dass von Anfang an, dass wenn wir mit dem rausgehen, dass es natürlich eine grosse Aufmerksamkeit wird geben, von überall. Aber zwischendurch müssen wir halt uns doch selber ein bisschen schützen. Mhm. Aber genau. Auch noch serious, oder? Ist Diskriminierung ein Problem? Ist das etwas, das ihr spürt? Ich glaube, in London ist es wahrscheinlich akzeptierter als da. Also jetzt in London würde nie jemand etwas sagen, wo ich meine, alle sind anders und jeder sieht anders aus und so. Und dort würde, glaube ich, niemand etwas sagen. Aber in der Schweiz habe ich ein bisschen das Gefühl, dass es so... Also wir reden nicht darüber, dass es eigentlich so ein Tabuthema wäre, aber jetzt das Gefühl so... Innerlich denkt nein, jeder so, das geht nicht und so. Also aber ich glaube, sagen würde es uns niemand. Ich habe das Gefühl, es ist akzeptiert, aber irgendwie gleich nicht so 100%. Also es kommt halt auch ein bisschen darauf ab, welche Generation. Ich finde, so die jüngere Generation und so, das ist gar kein Problem. Mhm. Also heutzutage hat jeder einen Social-Media-Account und folgt den Stars und die gehen ja alle so offen damit um. Das ist für die kein Problem. Ich glaube eher, dass so ein bisschen die ältere Generation, man sagt zwar, es ist akzeptiert, aber es ist irgendwie gleich, man denkt dann gleich, ja, richtig ist doch eigentlich Mann und Frau. Auch nicht das Gefühl, das ist so ein bisschen das, was überkommt. Aber Diskriminierung eigentlich eher weniger. Es gibt ab und zu mal einen negativen Kommentar auf ein Bild oder so über Instagram, aber das, also, das stört mich überhaupt nicht. Überhaupt genau. Nein. Also komm, dann gehen wir zurück zum Fußballtag. Ramona, du bist mit 16, oder? Von zu Hause weg? Ja. Und auf Schweden? Ja. Warum? Ja, es ist... Wegen dem Wetter. Ja, dass das so schön ist. Ah, wie schöne Frauen hat er. Genau. Ja. Es war auch mein Traum, Fußball zu spielen. Und ich habe ein Angebot bekommen. Und damals ist Umeå, zu dem Club, den ich gewechselt habe, ist damals der beste Verein in Europa. Die Marta hat dort gespielt. Mhm. Sie haben Champions League zweimal nacheinander gewonnen. Und ja, meine Eltern haben auch gewusst, dass das mein Traum ist und wo nachher die Anfrage kam. Ist. Was ich zu dieser Zeit nicht gewusst habe, ist, dass die mir angerufen haben und gesagt haben, sie wollen eigentlich mich für 10 Tage einfach einladen, um zu schauen, wie gut ich bin, dass sie mich dann 2 Jahre später mit 18 können verpflichten können. Mhm. Und ich habe das Gefühl, okay, ja, die sind mega interessiert und so, die wollen mich jetzt. Ich bin dort raufgeflogen, ich habe schon gewusst, dass es zuerst mal 10 Tage ein Training wird sein, aber ich bin ziemlich überzeugt gewesen, dass ich genug gut bin und dass sie mich nachher wollen. Und das ist zum Glück nachher auch so gekommen. Aber ich habe von ihrem Plan eigentlich habe ich nicht gewusst, dass sie eigentlich mich erst 2 Jahre später verpflichten wollen. Und dann ist es wirklich so, dass nach dem zweiten Training haben sie nachher mein Papi eingeflogen, weil ich selber den Vertrag nicht unterschreiben konnte. Es ist alles relativ schnell gegangen. Haben deine Eltern müssen deinen ersten Vertrag unterschreiben? Ja. Genial. Ich finde, was für eine geniale Einstellung ist das von dir? Weil ich habe ja von dir gelesen, dass du dort hergekommen bist, ins Team von der Weltfußballerin und gesagt hast, ich will Weltfußballerin werden. Oder? Das ist so eine geniale Einstellung, weil das fehlt doch uns Schweizer so normal viel. Oder? Ja. Wenn du einen Schweizer fragst, so,
wo gut kicken kann und sagt, ja, wäre schon cool, mal Profi zu werden, oder? Wenn du irgendeinen Brasilianer fragst, einen Italiener, sagt er, ich will werden wie der Ronaldo oder so, oder? Ja, das ist wirklich so. Und das hat auch extrem viel. Also, es hat wirklich recht viel Aufmerksamkeit bekommen durch das, weil die haben alle. Die Medien haben das mitbekommen, irgendwie, dass ich gesagt habe, ich möchte Weltfußballerin werden. Und die haben natürlich noch gewusst, ja, da kommt das Talent von der Schweiz, wer ist das eigentlich? Die haben mich natürlich nicht gekannt. Und wirklich, als ich dort eingetroffen bin, auf dem Fußballplatz, hat so viele Kameras rum gehabt und die haben mich alle abfotografiert. Ich habe das gar nicht erwartet. Und das war wirklich ein riesen Hype, gewesen, wie ich das gesagt habe. Und natürlich war Marta auch ein Vorbild, gewesen, weil sie den Titel schon mehrmals gewonnen hat. Und ja, nachher ist das wirklich, sie ist wirklich so ein bisschen ein Idol gewesen für mich. Sie hat eine wirklich grosse Vorbildfunktion im Team für mich auch. Sie ist so der erste Frauen-Superstar im Fußball, oder? Kann man so, wo wirklich dann der breiten Masse wirklich alle kennt. Genau. Ja. Hat dir das geholfen, ist das, du hast ja einen ähnlichen Weg, du bist mega jung jetzt ins Ausland. Hat dir das geholfen, dass Ramona die Erfahrung alle schon gemacht hat? Ja, ich glaube schon, weil sie hat mir noch viel können mit weiterhelfen halt. Und Tipps immer können geben. Zum Beispiel, wenn ich ab und zu nicht mehr gewusst bin, etwas weiter, habe ich sie eine Frage und sie gewusst, wie, weil sie es halt auch schon erlebt hat. Und ich glaube schon, dass es mir mega geholfen hat, halt auch mit meiner Persönlichkeit und so. Und ja, genau. Es nimmt mich schon noch schnell wunder, oder? Wenn du sagst, sie haben dann den Papi eingeflogen. Also, sag jetzt mal, normal ist der Schweizer Weg ja nicht. Oder normalerweise machst du eine Lehre und nachher du mal schauen, wenn du Ausbildung hast, dann kannst du immer noch dein Hobby nachher machen. Genau. Ist das bei deinen Eltern nie eine Diskussion gewesen? Sind die wirklich gerade in den Flieger und haben gesagt, so, wo ist der Vertrag? Das Lustige ist eben, dass genau das, was du jetzt gesagt hast, dass ich das von sehr vielen Leuten gehört habe, nicht von meinen Eltern selber. Also sie haben mich natürlich auch von klein auf immer überall hingefahren und gewusst, wie gross meine Passion für den Fußball ist und wie sehr ich das möchte. Und wo das nachher, als ich das Telefon bekommen habe, also ich bin völlig hin und weg. Und sie haben mich natürlich jeden Tag miterlebt, wie hart ich für das Ziel gearbeitet habe. Und für sie ist das okay gewesen. Also die Frage habe ich wirklich von Aussenstehenden bekommen. Nachher, ja, nein, ist das echt gut? Du brauchst doch eine Ausbildung. Und ja, und wenn das passiert. Und ja, schlussendlich, ich bin schon immer jemand gewesen, ich habe eigentlich immer meinen Weg gemacht. Natürlich ist es wichtig, dass meine Eltern, bin ihnen auch extrem dankbar, dass sie so hinter mir gestanden sind. Sonst wäre das gar nicht möglich gewesen. Aber ich bin schon immer jemand gewesen, der einfach das gemacht hat, was ich für richtig halte. Und ich bin aber überzeugt davon, wenn man das dann mit hundertprozentiger Überzeugung macht, dass es dann gut kommt. Und ist immer Fußball das Thema gewesen? Oder hat es mal die Möglichkeit gegeben, oder? Katrin Lehmann ist ja gleichzeitig auch noch eine fantastische Eishockey-Spielerin. Hat es irgendwie die Möglichkeit, Multisport gegeben, dass du gesagt hast, ja, wir müssen entscheiden irgendwann zwischen Leichtathletik und Fußball, oder bist du immer fixiert auf Fußball? Ich bin total fixiert auf Fußball gewesen. Also mir hat es nie einen anderen Sport gegeben, wirklich nicht. Ich habe früher immer gerne noch Handball gespielt, aber halt so Schüler-Handballturniere und so habe ich mega gerne gemacht, aber Talent definitiv am meisten im Fußball und darum ist das auch nie ein Thema gewesen, wie ein anderer Sport. Du trainierst im Moment ja Stabhochsprung, also gut, da hast einfach Krücken, wo du mitten laufst. Genau. Bist du Multisport oder ist für dich auch einfach immer Fußball das Ding gewesen? Ja, ich immer Fußball, aber nachdem ich Bencic gesehen habe, habe ich gedacht, ja, Tennis wäre vielleicht noch etwas. Nein, ja, immer Fußball gewesen und ich musste mich auch nie entscheiden und so. Ja, ich immer voll Fokus auf Fußball. Bei dir muss der Clash extrem gross gewesen sein von der Schweiz. Eben wie du vorher gesagt hast, IB, kein professionelles Umfeld im Fußball. Und dann direkt auf England, zu einem Premier League Club. Das muss riesen, es muss 180 Grad in die andere Richtung sein, oder? Ja, es ist klar ein riesen Unterschied. Als ich in der Schweiz gespielt habe, habe ich noch 70% gearbeitet. Und 6 Mal trainiert in der Woche. Und ich meine, wir haben nichts verdient. Also wirklich gar nicht. Und mir hat es echt gemacht als Hobby. Weil, ja, und geschafft hat man auch, dass man Geld hat. Also ja. Und wegen dem war es schon recht ein riesen Unterschied gewesen, wo jetzt nur noch der Fokus zum Fußball ist. Du hast genug Zeit zum Erholen. Wo ab und zu haben wir am Samstag Training gehabt und dann am Mittwoch schon wieder 2 Training. Samstag-Match und dann am Montag wieder 2 Training. Und das war schon recht die Belastung gewesen halt auch. Und echt, jede Nacht hast du nur 6 Stunden können schlafen, weil morgen um 6 Uhr musst du gehen und am 10 Uhr bist du heimgekommen. Und wegen dem war es schon eine riesige Belastung. Und jetzt merke ich immer umso mehr, wie gut es ist für den Körper, auch die Erholungszeit, die man jetzt hat. Und ich meine, man kann auch immer mehr im Training geben, wo man sich mehr erholen kann. Und hat nur noch den Fokus auf den Fußball. Und ja, ist viel fitter, halt auch, finde ich. Ja. Also ich finde schon, dass ich in diesem Jahr recht in allgemein, in allem, recht grosse Fortschritte machen kann.
Und ich glaube, das so damit zu tun hat, ja, wegen dem Arbeiten und so halt. Und mit dieser hohen Belastung, die ich hatte. Mhm. Ich stelle mir das extrem vor, wenn du plötzlich kannst, ich meine, das ist ja wirklich der Moment, wo das Hobby zum Beruf wird. Genau. Du kannst wirklich sagen, jetzt. Mhm. Das muss ein riesen Traum sein. Mhm. Also es ist ein richtiger Traum, der erfüllt gegangen ist. Wo auch letztes Jahr haben wir auch noch die EM gespielt und ich weiss noch, ich habe mich so gefreut, nach England zu gehen. Natürlich am Anfang noch mega schüch. Aber, ja, nach einer Zeit, ich meine, du lebst ein und die Leute sind mega offen dort. Und das ist echt mega cool. Also ich will es nicht mittauschen. Das ist ja etwas, wo jetzt doch ein paar Schweizerinnen die Erfahrung dürfen machen dürfen, oder? Jetzt mit dem Profitum. Dürfen wir uns da auf eine coole Zukunft freuen im Frauenfußball in der Schweiz? Ich hoffe natürlich schon. Ich finde das ein mega wichtiger Schritt. Man muss auch dazu sagen, dass wir einen Umbruch hatten nach der EM, dass 8 Spielerinnen aufgehört haben bei uns. Und ja, das braucht jetzt natürlich, das ist wieder... ja, wir haben viele Spielerinnen, junge Spielerinnen, die halt noch unerfahren sind. Und eben, wie gesagt, ich finde es ein mega wichtiger Schritt, dass die den Schritt ins Ausland machen. Weil leider die Schweizer Liga zu wenig gut ist, um sich weiterentwickeln, sodass wir auch irgendwie ein grosses Turnier teilnehmen können. Und, ich glaube schon, es braucht jetzt noch ein bisschen, aber ich hoffe, dass wir uns natürlich für die EM qualifizieren in England 2021. Das wäre das Ziel. Früher war immer die US-Liga so das Maß der Dinge gewesen, oder? Du bist ja auch nicht in den USA gewesen. Ja. Ist das immer noch so? Also ist das immer noch die beste Liga oder ist das mittlerweile eben auch nicht mehr so, weil in Europa die Clubs ja auch jetzt Geld in die Hand nehmen, wie jetzt eben in England bei euch? Genau, ich finde schon, dass es jetzt mittlerweile nicht mehr so ist, weil sehr viele Vereine in Europa jetzt davon investieren. In den USA ist natürlich auch das Problem, du hast eben nur irgendwie 6-7 Monate Liga. Der Rest von der Zeit sind ja die Amerikanerinnen mit der Nation unterwegs und dann läuft dort gar keine Liga. Also wenn du dort spielst, dann musst du eigentlich die anderen 6 oder 5 Monate musst du nachher selber schauen. Also okay. Es gibt die Möglichkeit, dass du auf Australien gehst spielen in der Liga für das halbe Jahr. Oder keine Ahnung, Teil von denen arbeitet nebenbei oder in diesen paar Monaten trainieren selber für sich und so. Und das ist natürlich nicht optimal, vor allem wenn du jetzt für mich persönlich, als ich da war, noch Nazi gespielt habe, immer müssen die langen Wege zurück ja, in die Schweiz oder wo wir auch dann gespielt haben. Und das habe ich schon gemerkt, das war recht anstrengend gewesen. Und ich habe das natürlich auch relativ viel Spiel verpasst in der Liga. Also die haben nicht so FIFA-Datum, dass sie dann, wenn Nazi spielt, also wenn die FIFA-Datum sind, dass die dann aufhören zu spielen. Sondern die haben wirklich, okay. Die spielen weiter und dann habe ich jedes Mal so 3 Spiele verpasst. Und ja, es ist nicht optimal. Also es war cool gewesen, um mal das erleben. Und ich finde den Lifestyle halt in den USA recht cool. Aber Fußball spielen würde ich, glaube, solange ich Nationalmannschaft spiele, würde ich nicht mehr dort übergehen. Du würdest dann eher den Backhand-Move machen. Also wenn die Karriere eigentlich schon vorbei ist, dann nochmal auf Amerika gehen und eigentlich mehr das Leben dort geniessen, als wirklich Fußball spielen. Genau, ja. Oder China. Oder China. China reist wieder Lifestyle, nicht, so ja, muss ich sagen. Ja, die zahlen richtig gut. Ja. Echt jetzt? Ja. Ist auch schon, die chinesische Fußballliga bei den Frauen ist auch schon voll im Code, die müssen dort Geld investieren. Ja. Aber ich glaube, in China dürfen aber nicht... Also bei einem Team dürfen, glaube ich, nur 3 Ausländerinnen sein. Ja, das habe ich mal gehört. Ich weiß natürlich nicht, ob es das irgendwann mal aufheben ja. Oder so. Krass. Ob es immer noch aber so ist. Aber wenn du Ausländer bist und dort spielst, verdienst du nicht. Ja, also richtig viel. Da redet man von Frauenfußball viel Geld. Und da gibt es so ja, vielleicht so 20.000 bis 25.000 im Monat vielleicht. Okay. Krass. Ja. Gut, Saudi-Arabien wäre für dich ja auch noch eine Option, oder? Ich glaube nicht, dass dort eine Frau also Influencer ist. Wirklich schwierig zu shooten mit diesen Kleidern. Gut, die haben dann, jetzt haben sie dann in Katar haben sie dann Stadien, die sie nicht mehr brauchen. Wer weiß, vielleicht. Ja. Vielleicht machen sie dann gleich mal noch etwas. Ja. Ja. Es ist natürlich jetzt im Rahmen von der WM auch immer wieder Diskussionen aufgekommen. Ihr werdet ja ständig verglichen mit den Männern. Also das ist einmal grundsätzlich Fehler Nummer 1. Man muss es eigentlich wie als eigenen Sport betrachten, finde ich. Weil eben, physisch ist es einfach nicht das Gleiche. Oder? Da sind wir uns ja. Natürlich alle einig. Deine Trainerin hat ja mal vorgeschlagen, man könnte die Goal ein bisschen kleiner machen, um es attraktiver machen. Ja, das ist gar nicht gut angekommen. Also wie sehr viele, auch die jetzt an der WM spielen, die haben irgendwie alle darauf reagiert und haben gesagt, das finden sie gar nicht so. Weil man muss natürlich auch sehen, wir schießen natürlich auch nicht so scharf, wie das die Männer machen. Also wenn das Goal kleiner werden und wir weiterhin halt nicht so scharf schiessen wie Männer, dann wird es ja für uns noch schwieriger, Goal zu schiessen. Und es ist ja jetzt wirklich nicht so, dass wir jedes Spiel 8-0 gewinnen. Also dann würde ich vielleicht auch sagen, okay, dann müssen wir vielleicht darüber nachdenken. Aber so ist es ja nicht. Ja, also ich sehe das eigentlich auch nicht so wie sie, muss ich ehrlich sagen. Das ist ja völlig Banane. Also ja, aber es ist natürlich schon... Ja,
Man muss ja vielleicht doch ein bisschen etwas machen, um den Frauenfußball attraktiver zu machen. Was wären denn Lösungen? Ja, aber zum Beispiel, ich finde jetzt, wenn du WM schaust, zum Beispiel das Spiel von gestern, USA-Frankreich, also das war ja schon mega gut gewesen. Ja. Und ich finde jetzt nicht, dass... Ich meine, die haben mega viele Zuschauer gehabt und alles. Und ich finde jetzt nicht, dass das so unattraktiv ausgesehen hat. Ja, ja, klar. Also, das ist völlig bei euch. Also, ich habe schlechtere Männerspiele gesehen, aber ich bin auch GC-Fan. Ich bin vielleicht nicht verwendet. auch schon live schauen. Oh Gott, ja. Nein, ich finde dann... ich glaube... Also wenn wir jetzt etwas ändern wollen, dann müssen wir ja alles anpassen, theoretisch. Dann müssen wir ja auch das Feld kleiner machen. Yeah. Dann müssen wir, das wäre alle Phase Lösung, dann müssen wir den Ball vielleicht sogar leichter machen. Ich weiß es nicht. Aber dann, wenn wir etwas ändern wollen, dann müssen wir alles ändern. Aber ich bin gar nicht dafür persönlich. Ich finde, man soll es so lassen, wie es ist. Es muss halt einfach ja, irgendwie in die Welt rausbringen, dass man es so akzeptiert, dass es halt wirklich ein Unterschied ist, Frauen und Männer zuzuschauen. Das ist in jedem Sport so. Also, ob man Tennis oder Skifahren schaut, das ist überall so. Ja, aber beim Tennis haben wir es auch abgesetzt. Oder? Beim Tennis spielen die Frauen auf 2 Sätze statt auf 3. Genau. Also theoretisch, vielleicht würde es sogar Sinn machen. Genau. Oder die Zeit können kürzen. Ja, aber wahrscheinlich so, dass wir 90 Minuten säckeln mögen. Ja. Ja, aber es ist natürlich gleich. Also Männer mögen natürlich die grösste Distanz laufen als Frauen. Das ist einfach so. Also wir sind halt einfach den Männern unterlegen, was physisch Bereich angeht. Und das, ja, für die Zukunft ist das vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee, aber ich finde natürlich auch, wir sollen jetzt natürlich zuerst dem im Frauenfußball auch Zeit geben, weil bis jetzt hat der Frauenfußball auch die Voraussetzungen gehabt, die Männer haben. Also erst jetzt mittlerweile, wo die Vereine investieren, haben wir ja auch die Möglichkeiten, dass wir überhaupt eben all die Voraussetzungen haben und uns die Zeit haben zum Erholen, weil wir vorher alle nebenbei noch müssen arbeiten und so. Und ich glaube, wenn das in 5 Jahren vielleicht immer noch, wenn man das Gefühl hat, dass der Unterschied immer noch relativ gross ist, dass wir dann vielleicht so mal über das Thema können reden, dass irgendwie eine kleine Veränderung geben kann, dass es attraktiver wird. Wie gross ist der Unterschied zwischen West Ham und Chelsea? Das sind zwei riesen Clubs. Frage. Das sind zwei riesen Clubs, oder? Beide Premier League, mega Traditionsclubs. Aber Chelsea ist einfach ein Weltclub und West Ham ist in England ein riesen Club. Gibt es da einen Unterschied? Merke ich das untereinander so, wenn ihr euch erzählt, so auf dem Alltag? Ja, also ich glaube so, sie haben halt einfach mehr Geld zur Verfügung und da so viel mehr Spielerinnen, was man eigentlich nicht braucht, aber ja. Aber ja, halt das so vor allem und ich glaube, professionell ist es vielleicht schon ein bisschen besser, aber ich würde sagen, dass wir auch sehr gute Voraussetzungen haben, ja. Also etwas, was du erzählt hast, ist der Staff, der mitkommt. Genau, also wir haben ein bisschen mehr Staff. Vor allem an den Champions League-Spielen sind immer bei uns mindestens... Also wir sind eigentlich 30 Staff gesehen, mag ich mich jetzt gerade erinnern, am letzten Spiel gegen Lyon. Aber davon sind 20 fest angestellt. Und ja, wir haben mehr Spielerinnen, wir haben einen Kader von 24. Aber wir haben auch noch ein paar ausgelehnte Spielerinnen. Was ich natürlich finde, ja, wir brauchen es nicht. Wir haben natürlich Champions League, wir haben den FA Cup, wir haben den Conti Cup und dann die Liga sind 4 Wettbewerbe, die wir mitspielen. Und du hast natürlich eine grössere Chance, dass du die Spielerinnen kannst frisch behalten, wenn du mehr rotieren kannst. Und das ist natürlich der Vorteil. Und den Vorteil haben wir natürlich durch das, dass wir mehr Geld haben, zur Verfügung haben. Sonst glaube ich nicht, dass irgendwelche... Also ihr habt auch, ähnlich wie wir, werdet ihr verpflegt, ihr bekommt zum Morgen, zum Mittag, ihr habt auch das ganze Gym zur Verfügung. Wie viel Staff habt ihr? Wenn so bei einem Auswärtsmatch? Also ich glaube, wir haben auch recht viel, so würde ich sagen. Ich würde so sagen, 12, 13 vielleicht. Krass. Ja. Yeah. Bei normalen Matchen hat er auch weniger. Ja, bei normalen Matchen haben wir nicht. Also wenn jetzt so Medien und die alle noch mitkommen, dann ist schon etwa so, ja, 13 würde ich sagen, 12, 13, ja. Zum Vergleich, wie viele haben die bei eBay gehabt? 2. Der Trainer und der Co-Trainer. Ja. Yeah. Wo ist denn sonst noch, eben, man hört, in England ist es eben mega professionell, dann Deutschland ist eine super Liga, oder? Viele Profimannschaften. Wo ist sonst noch so, was sind sonst noch so die Ligen jetzt in Europa, wo der Frauenfußball wirklich mega am Kommen ist? Ich glaube vor allem Spanien und Frankreich, würde ich jetzt mal sagen, ja, in Europa. Lyon natürlich, ja. Ja, Lyon ist natürlich schon über Jahre. Aber das ist ein bisschen Problem. In Frankreich finde ich das Problem eben, dass halt Lyon, PSG absolut die Top-Vereine sind und das nicht so ausgeglichen ist. Das finde ich natürlich in England ist natürlich am besten, finde ich persönlich, ja, weil es am ausgeglichen ist. Manu und Tottenham rauskommen. Genau. Und dann ist, glaube ich, genau. Mega spannend. Ja. Okay. Spanien ist am Kommen. Deutschland habe ich vielleicht eher ein bisschen abgegeben. Okay. Leider, ja. Und dort ist ja vor allem Wolfsburg und Bayern. Ja.
Es ist nicht mehr so ausgeglichen. Turbine Potsdam. Ja, das haben wir noch gesehen. Frankfurt, das haben wir noch gesehen. Genau. Es hat immer mehrere gehabt, die um den Titel gespielt haben. Aber mittlerweile, weil das halt eigenständige Fußballvereine sind, die nicht mit den Männern zusammen sind, können die nicht mit den Grossen mithaben. Das ist meine persönliche Meinung. Ja. Wie sehen die die Entwicklung in der Schweiz? Also ich finde zum Beispiel, letztes Jahr, wo ich noch gespielt habe, sie hat viel vom Ausland in der Schweiz gespielt. Wo Basel hat ja mega investiert gehabt, irgendwie 1000 pro Monat verdient, was nicht so viel ist, aber gleich etwas, wenigstens etwas. Und jetzt habe ich das Gefühl gehabt, letzten Sommer sind alle ins Ausland und jetzt wieder mega abgegeben. Ich habe das Gefühl, vor allem jetzt halt von den Nachwuchsspielerinnen spielen jetzt alle in der ersten Mannschaft und das jetzt recht abgegeben hat halt. Und wegen dem, die Nazi-Spielerinnen müssen fast ins Ausland, weil sie sich verbessern können. Und ja, weil ich meine, vor allem Zürich ist halt in der Schweiz gut. Und die werden ja sowieso jedes Jahr Meister gewinnen, jedes Jahr Cup. Und das macht ja auch nicht so Sinn, wenn ich ein Team jetzt auch gewinnt. Aber das Interesse, denke ich, für den Frauenfußball auch in der Schweiz ist, glaube ich, so gross wie noch nie. Das belegen ja auch Zahlen. Also Frauenfußball ist der meist wachsende Vereinssportart von der ganzen Schweiz. Also immer mehr junge Frauen wollen auch Fußball spielen. Ist das etwas, was ihr auch merkt? Also dass sie vielleicht sogar auch ein Stück weit Vorbilder sind, so für junge Mädchen? Ich finde, es hat sich wirklich extrem gemacht. Vor allem, ich merke den Unterschied extrem seit der WM 2015 gespielt haben. Dort war nachher das Interesse wirklich mega gross gewesen. Jetzt durch Social Media natürlich. Ramona sollte schon schnell die Tür aufmachen. hat gern Glück. Ihre Mami hat morgen Geburtstag gehabt, oder? Heute sogar. Okay, es wird noch ein Fest organisiert. Vielleicht schauen wir jetzt nochmal. Entschuldigung, wir sind bei der WM gewesen, oder? Ja. Wo das Interesse gestiegen ist. Genau, ja, es ist eben seit der WM 2015 extrem hat sich das verbessert und eben auf Social Media macht man das natürlich auch. Wir bekommen extrem viele Nachrichten von jungen Spielerinnen, sogar junge Buben, die ja, irgendwie zu uns aufschauen und das ist auch, ja, das macht einem schon irgendwo durch stolz. Du hast mir eine herzige Episode erzählt, eben, du bist da in Malta, glaube ich, auf dem Fußballplatz gewesen. Und nachher haben die Jungs geschrieben, die sich nicht getraut haben, euch anzusprechen. Genau. Ja, das ist noch lustig. Also, halt, weil wir das irgendwie auf Social Media gepostet haben, haben sie das gesehen und so. Und die haben gesehen, dass wir in Malta sind. Und haben dann irgendwie durch Leute, die ich halt kenne, irgendwie sind sie an meine Nummer reingekommen und haben gefragt, ja, ob wir heute Abend würden Fußball spielen und so. Oder, und dann haben wir gesagt, ja, es geht eben nicht. Wir haben heute oben schon geplant, ja, und ob es dann morgen wird gehen. Und dann habe ich gesagt, ja, ich schaue mal schauen, falls ich trainieren will, kann ich mich melden. Da ist ich aber nicht, sie ist verletzt. Und dann haben sie dann aber gesagt, ja, sie kann ja trotzdem mitkommen für ein Foto. Ja, nein, aber es ist cool. Also, das zeigt ja auch, dass wir irgendwie auf dem richtigen Weg sind. Mhm. Absolut. Wo geht eure Zukunft an? Vielleicht noch abschliessend. Was sind noch Träume, die ihr habt? Gut, Ramona, du bist sau alt. Bei dir ist natürlich. Bei dir ist jetzt eigentlich kurz vor Pension. Ich habe mir gar nicht so viele Gedanken gemacht, ehrlich gesagt. Also ich habe das Gefühl, ich befinde mich momentan im besten Alter eigentlich und es läuft sehr gut. Ich habe noch 2 Jahre Vertrag bei Chelsea. Mich nimmt Spanien mal noch Wunder. Es ist sicher eine interessante Liga, die auch am Kommen ist. Aber momentan bin ich glücklich bei Chelsea, so wie es ist. Ich möchte einfach, mein Hauptziel ist, dass ich fit bleibe natürlich, dass der Körper, ich möchte das so lange machen, wie das der Körper natürlich auch mitmacht und solange ich nicht Motivation habe, dann mal schauen, was mich noch einzieht. Stell dir mal vor, die Karriere, die sich jeder Mann wünscht, von Wolfsburg zu Chelsea zu Barca. Ja, stell das mal vor. Bei dir wärst du schon ein Barca, oder? Ich reiz dort statt vor allem. Genau, ja, Barca ist natürlich einfach auch mein Verein. Also ich verfolge den Verein, seit ich klein bin. Und mein grosses Vorbild ist Messi. Das ist für mich so wirklich der Club. Und ja, wer weiß, man kann träumen. Bei dir, Alicia? Also ich habe jetzt ein Jahr Vertrag bei West Ham und also ich wollte vor allem mal auch Champions League spielen. Wo habe ich bis jetzt noch nicht können. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass ich jetzt irgendeinen Traumclub habe, wo ich jetzt unbedingt her will oder so. Aber ich werde sicher mal so bei einem richtig guten Club spielen und ja, auch eben Champions League spielen. Ja, das ist so vor allem mein Ziel, ja. Vielleicht Real Madrid. Es geht wahrscheinlich auch schnell dort. Ja, ich glaube. Es gibt genug, die dort für die möchten spielen, glaube ich. Wie laufen das
Ja, ja, im Frauenfußball mit einem ganzen Wechsel. Du hast gesagt, wo du 16 warst, bist, haben sie hier Haie angerufen. Bei den Männern ist es ja ein riesiges Ding. 500 Berater, Transfers werden über 6 Stellen irgendwie geschleust und so. Wie ist das bei euch? Ja, also es läuft bei uns natürlich schon ein bisschen anders. Also es kommt ein bisschen darauf an, wenn dein Vertrag ausläuft, dann ablösefrei natürlich weg. Und jetzt die besten Vereine in Europa mittlerweile zahlen schon eine Summe. Also wenn sie jetzt eine Spielerin unbedingt wollen, dann wird natürlich auch eine Summe gezahlt, aber das ist natürlich nie in dem Bereich, wo bei den Mann. Aber und wir haben auch einen Agent, der das für uns genau, macht. Genau. Also es sind schon Agenturen, die sich auf Frauenfußball spezialisiert haben, oder sind das auch Agenturen, die auch Männer unter Vertrag sind? Also uns hat das, glaube ich, auch Männer. Ja, beides. Wir haben den gleichen. Und daher beides. Ja. Genau. Und bei mir ist es zum Beispiel auch so, also ich hatte schon beides gehabt, ich bin schon ablösefrei zu einem Verein und ich bin auch, Wolfsburg damals hat eine Summe überwiesen an Rosengard und bei Chelsea ist es nachher auch so, weil bei Wolfsburg hatte ich eigentlich noch einen Vertrag gehabt, aber das ist nicht ganz so gelaufen, wie ich mir das vorgestellt habe und dann hat Wolfsburg sich auch mit Chelsea auf eine Summe einigen können. Aber eben, das ist natürlich nicht in dem Bereich, wo die Männer da haben. Ja. Sonst hätte sich der Manu jetzt natürlich sofort als Vermittler abholen. Natürlich. Er sucht ja auch noch einen Ausstieg aus dem Radiobusiness. Also. Das ist ein Drecksgeschäft, weißt du? Drecksgeschäft, ja. Vor allem muss er mit mir zusammenarbeiten, das ist ja kein Vergnügen. Dafür war es ein grosses Vergnügen mit euch. Danke vielmals. Wir sind bereits in der 45. Minute. Und darum, wir haben noch eine Frage. Was? Unsere Rubrik mit dem Trikot. Ja, das habe ich natürlich vergessen zu sagen. Das ist kein Problem, wir können ja sagen, mein Briefing-Problem. Wir haben eine kleine Rubrik, wo jeweils unsere Gäste ein Trikot mitnehmen, das ihnen viel bedeutet. Haben sie mal können tauschen, haben sie als Kind gekauft, haben sie das erste, was sie geschenkt bekommen haben. Was wären das bei euch für Liebli? Es kann auch ein eigenes sein, wo man zum ersten Mal in der Nazi war. Zum Beispiel der Schürpf hat das erste mitgebracht, als er beim FCB bei den Profis spielen durfte, wo der Name hinten drauf gestanden ist und er ist falsch geschrieben. Das ist ein spezieller Trick. Was wäre eins bei euch? Also meins wäre auch erst also das, was ich im FA Cup Finale gespielt habe, im Wembley, vor 3'000 Zuschauer. Und ich würde auch das nehmen. Ja. Und das ist sogar noch drauf gedruckt, FA Cup. Und so, ja. Es war ein mega cooles Erlebnis und ich würde das Liebling nehmen. Spezielle Erinnerung. Genau. Du hast sicher eins von der Marta, oder? Ich habe eins von der Marta. Leider kein Brasilianisch, aber eins von Imia. Das ist mega cool. Ich finde es noch schwierig zu entscheiden. Denn für mich persönlich hatte ich das an der WM 2015, als ich einen Hattrick geschossen habe. Finde ich mega speziell. Und endlich wie bei dir, FA Cup-Finale, wo wir gewonnen haben. Also wäre jetzt relativ schwierig, mich für eins zu entscheiden. Wenn so einen kleinen Stapel an Liebli hätte. Genau. Ich sammle sowieso Liebli, also ich habe relativ viel, ich glaube über 70 Liebli. Ah, sehr und cool. Ich immer getauscht habe in der ganzen Karriere. Und so, ich weiss jetzt schon, was kommt. Gell, du hast sie nicht da. Sag mir, dass du sie nicht da hast. Doch, habe sie da. Oh, Scheiße. Also für die, die den Podcast hören, wir beenden an dieser Stelle. Der Manu Rotmund geht jetzt mit der Ramona 70 Liebling anlegen. Nur, dass der Benny Huckel, ich habe ihn 3 Stunden lang nicht mehr aus dem Keller von Benny Huckel rausgebracht, wo der angefangen hat, Liebling für ihn holen. Und dort ist auch die Idee geboren, weil das ist ein bisschen länger gegangen. Darum, merci vielmals, Talisha und ich trinken jetzt 2 Stunden Bier. Wir lassen uns an den T-Shirts gehen. Und dann, guter Start, wann geht es wieder los? Also ich weiß ja noch nicht genau wegen der Verletzung, aber so mit Juli. Für mich am Ende mit der Vorbereitung. Toi, toi, toi. Gute Saison. Gute Saison. Bis danke zu der EM spätestens. Merci. Danke. Merci.